Ja, grüße miteinander. Bonjour à tous. Es freut mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich lebe ja quasi um die Ecke hier in Zürich. Ich bin seit 15 Jahren in der Schweiz. Ich möchte heute darüber reden, was die Zukunft bringt und was die Herausforderungen und Gelegenheiten sein könnten. Ich fange mit dem ersten Punkt an. Die Zukunft ist nicht mehr morgen. Es ist kein Zeitrahmen mehr, sie ist eine Denkweise. Weil wir können schon sehen, dass viele Zukunft, also was früher Science Fiction war, ist jetzt quasi Science Fact. Autonomes Fahren, Sprachübersetzung, fast da. Quantum Computing, wenn Sie IBM fragen oder Microsoft, sagen Sie, das ist schon da, ja, ist in der Nähe. Erneuerbare Energie, Energiewende, künstliche Intelligenz, Maschinen, die denken. Also man kann eigentlich sagen, was wir heute noch nicht gesehen haben, liegt eigentlich nur darin, dass wir nicht geschaut haben. Wahrscheinlich gibt es das ja schon woanders. Also was wir als erstes kriegen müssen, ist, glaube ich, ein Future Mindset. Wir sollten 5 bis 10% unserer Zeit damit zubringen, mit dem, was noch nicht da ist. Und zwar nicht obendrauf, sondern als Teil der Arbeitszeit. Ja. Und ich glaube, das wird eine Sache, die wir in der Zukunft sehen müssen, weil wir gehen hier in eine digitale Zukunft, die in den nächsten 10 Jahren uns komplett verändern wird. Das heißt also, wir gehen dort in eine Welt, die Mensch und Maschine quasi konvergiert. Das sehen wir ja heute schon. Also wenn Sie das haben, haben Sie ein externes Gehirn. Ja. Für manche unserer Kinder ist das das einzige Gehirn, was sie haben. Aber es ist ganz klar, das ist, wenn das jetzt mal auf die Brille geht und dann auf meinen Helm, dann habe ich ein zweites Gehirn. In 10 Jahren, schätzt man, 5G, Quantum Computing, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Genmanipulation. In 10 Jahren leben wir in einer Welt, die quasi unbegrenzt technisch verändert werden kann. Unbegrenzt in Anführungsstrichen. Wird immer noch eine Menge Sachen geben, die nicht so funktionieren. Ne? Aber heute strugglen wir mit Connectivity oder Cloud oder Security oder ja, in 10 Jahren werden Leute darüber lachen. Ja? Wissen Sie auch, wie wir damals auf dem Internet Musik runtergeladen haben, um gratis Musik zu bekommen, auf BitTorrent oder wie auch immer. Ja? Heute, hey, Spotify, 10 Franken, 20 Millionen Songs. Heute kommunizieren wir gratis mit WhatsApp weltweit. Vor 10 Jahren hätten wir gedacht, das ist Zukunftsmusik. Heute rede ich in meine Apple Watch, Star Trek. Ne? Beam me up, please. Also das Problem ist natürlich ganz klar, die Singularität, die Konvergenz von Mensch und Maschine, das könnte Himmel sein oder Hölle. Ich nenne es auf Englisch Hell Then. Wenn Sie auf Twitter sind, können Sie dann diese Hashtag nutzen. Ne? Und worauf basiert das? Ganz eindeutig, Technologie ist moralisch neutral, bis wir sie anwenden. Das Internet der Dinge hat keine Moral, hat keine Werte. AI hat keine Werte. Swisscom als Company hat Werte. Aber das Netzwerk ist einfach Tech. Das heißt, wir müssen überlegen, was machen wir konkret mit dieser Technologie? Was sollte sie tun, was sollte sie nicht tun? Was sollten wir vernetzen, was sollten wir nicht vernetzen? Was sollten wir automatisieren und was sollten wir nicht automatisieren? Das sind große Fragen, die im Raum stehen. Ich glaube, da gehen wir in der Zukunft ganz klar, wo diese Transition zwischen Mensch und Maschine in diese Richtung führt, wo wir vom Handy zum Wearables und dann zur Prothese bis hin zum Mind Interfaces gehen, wie Elon Musk immer vorschlägt. Damit verbunden, dass wir unsere Gene editieren können. Das können wir heute schon, nur es ist sehr risky. Sie wissen vielleicht, der Chinese, der das versucht hat oder gemacht hat, ja, der erfreut sich jetzt nicht mehr seines Lebens. Der ist mittlerweile im Gefängnis. Aber es geht in die Richtung ganz klar, wo wir sagen, Mensch, Maschine, Konvergenz, hier sind die wichtigen Game Changers. Daten, Cloud Computing, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, KI, Intelligent Assistance, Quantum Computing, Blockchain und Augmented Reality. Das kommt als nächstes, 3D Printing. Das sind die 8 Game Changers. Und die passieren alle gleichzeitig. Das Interessante ist, dass wir früher gedacht haben, es dauert alles ewig, das müssen wir noch lange warten. Und das war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren schon 3D-Drucken und so. Aber heute können wir Ersatzteile für Airline, für Maschinen drucken, ja? Für Airplane Engines. Können wir on-demand drucken. Nestle ist am Experimentieren mit einer Maschine, die Eis druckt, ne? Magnum Ice Cream. On the beach. Ja? Mit ihrem Namen drauf oder ihrem Namen ihrer Freundin.
Das heißt, da kommen wir also ganz klar in eine Zukunft, wo wir sagen, wenn die alle zusammenkommen, dann entstehen daraus, ich nenne das in meinem Buch, die Megachefs. Das Kapitel können Sie gratis runterladen auf dem Internet, wenn Sie meinen Namen eingeben, Gerd und Megachefs. Also Digitalisierung, Automatisierung, Roboterisierung, Virtualisierung. Auf Englisch ist es besser, weil es alles mit Asian aufhört. Ja. Reimt sich besser. Ja. Aber ja, das können Sie dann in Ruhe nachlesen. Auf alle Fälle, was hier passiert, ist dann ganz dramatische Veränderungen, zum Großteil positive, aber schon auch ziemlich verwirrende. Wenn wir uns vorstellen, was das für uns persönlich bedeutet, für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur, für unsere Rechte, da kann man fragen, vielleicht als letztes füge ich dann oft hinzu, dann die Rehumanisierung. Rehumanization. Wie können wir Mensch bleiben? Diese 8 Dinge, ich tue mal gerade aufzeigen, was hier in der Schweiz besonders wichtig ist. Alles Daten, alles Cloud, alles Smart, alles Connected, alles Computing, alles Drucken, alles Transactions und alles Sehen. Wenn Sie mal ein Beispiel gesehen haben, Microsoft HoloLens zum Beispiel, ja? Wenn Sie das mal eine Weile aufgehabt haben, dann wird Ihnen erst schlecht und dann können Sie sich daran gewöhnen, aber dieses Ding kostet 5.000 Euro und mit der sind Sie quasi Tom Cruise im Minority Report. Ja? Da warten Sie noch 2 Jahre ab und dann kann ich als Arzt in das Universum der Daten eintauchen und kann ich 1.000-mal so schnell Dinge finden. Und das kommt ganz klar in der Zukunft. Also hier in der Schweiz denke ich für uns Data Everything. Ich sage auch immer wieder, die Schweiz sollte die Bank der Daten werden, nicht des Geldes. Geld ist over. Wird noch eine Weile dauern, wir sind noch einen ganz guten Kurs da, ne? Aber das richtige Geld der Zukunft ist in Daten. Ja. Würden Leute das kaufen, dass wir ihre Daten, Swiss Identity, Swiss Security, ganz sicher. Cloud Everything, Smart Everything, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, das ist so sicher die low-hanging fruit. Connected Everything, Internet der Dinge. Und dann würde ich sagen, ja, 3D-Drucken, das finde ich auch sehr interessant. Zum Beispiel Food. Sie können jetzt aus einer Laborsubstanz mit fleischlichen Zellen aus Tieren, können Sie Steaks herstellen. Das ist aber wirkliches Fleisch, das ist jetzt nicht fake. Kostet halt 2.000 Franken das Pfund. Ich habe es neulich probiert, das war jetzt nicht gerade eine Delikatesse, aber ich denke, dass wir da in der Zukunft hinkommen, dass es ganz wichtig wird. Und natürlich Blockchain, aber da komme ich heute nicht zu reden, weil ich nicht will, dass Sie einschlafen. Ganz wichtiges Thema ist Mensch-Maschine-Interface Voice Control. Ja? Voice Control ist hier. Das heißt, wir können also jetzt, wenn Sie ganz ruhig und sachlich mit Siri reden oder mit Google Home, Alexa, da können Sie schon einiges bewegen. Ich diktiere meine E-Mails mit Apple auf meinem iPhone, spreche ich da rein, das funktioniert gut. Ich muss halt diszipliniert sein. Ja? Also diszipliniert meine ich. Wir müssen also ganz klar reden. In der Zukunft, ungefähr 2 Jahre entfernt, kommen wir an den Prozentsatz, wo Sie mit der Maschine reden können, wie mit einem Freund. Und dann werden zum Beispiel Leute, die nicht so gut tippen können, also ältere Menschen zum Beispiel, oder nicht gut sehen können, die sagen einfach, hey, Kojak, 1984, 2. Episode. Boom. Ja. Obwohl, dann kann ich keiner mehr Kojak schaut. Aber, also das ist sicherlich ein voll... Denken Sie mal darüber nach, was das bedeutet, zum Beispiel bei Internet of Things. Ja? Ich kann in der Smart City unterwegs sein und auf Knopfdruck, auf Aussprechen heraus Daten checken. Oder interaktiv sein damit. Hier ist ein Beispiel von CNET, eine App, die heißt Pilot, ja? Automatischer Translation Device. Das ist die Zukunft. Nicht wie wir heute haben, aber die App, sondern so. Then when you speak into your phone, Waverly Software will translate into text on your friend's phone and read out what you said into the other earpieces. Hola Kent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo has llegado a Barcelona? When you have arrived in Barcelona. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Until when you stay in Barcelona. All you need is Bluetooth and a data connection. Da können Sie endlich die Beziehung mit jemand haben, der Ihre Sprache überhaupt nicht spricht. Und dann, wenn das Earpiece rausfällt, dann ist das Entscheidungsgrund. Aber in der nahen Zukunft kann man das sagen, das war früher wirklich Star Trek. Ja? Werden unsere Kinder noch Sprachen lernen wollen, wenn das wirklich funktioniert? Und Sie wissen, was der nächste Schritt ist. Wir kriegen ein Implant, ja? Cochlear Implant. Wenn Sie Hörprobleme haben, haben Sie ein Implant. Ungefähr 800.000 Menschen, die das lernen. Könnte auch damit gehen. Also Science Fiction wird Science Fact. Ich denke aber, die nächsten 5 Jahre für Sie und für uns hier in der Schweiz sind einfach Smart Everything. Ja, Kevin Kelly, der Gründer von Wired Magazine, hat mal gesagt,
All you need to do, take the next 10,000 enterprises and put smart in front of it. Also, smart city, smart retail, smart transport, smart logistic, smart cities, vielleicht sogar smart government. Smart politicians, I don't know. Da brauchen wir AI dann dafür. Aber das ist für uns die low-hanging fruit. Also das ist ganz klar, wenn Sie ein kleines, mittelgroßes Unternehmen sind, dann Sachen smart zu machen, ist vollkommen logisch. Ja? Das ist kein Magic Sauce hier. Wir reden jetzt nicht von Terminator oder so oder Ex-Machina. Ja? Wir reden einfach von Smart Software, Intelligent Assistance. Ich sage mal, Daten sind das neue Öl, AI ist der neue Strom und das Internet der Dinge ist das neue Nervensystem. McKinsey sagt, $65 Trillionen Revenue Change in diesen drei Dingen. Also wenn Sie das alles zusammenziehen, sagen Sie ganz klar, wenn ich Daten habe, ich habe Intelligenz, obwohl das in keinster Weise intelligent ist wie wir, aber intelligent, und ich habe die Vernetzung, kann ich mich neu erfinden. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei. Es geht nicht dabei darum, dass wir uns mehr effizient machen. Das ist nur der erste Schritt. Es geht darum, dass wir uns neu erfinden mit dem, was wir machen. Das ist von ganz grundsätzlich neu erfinden. Mercedes-Benz ist jetzt eine Firma, die Mobility verkauft, nicht Autos. Und wie wollen sie das machen? Ja, eben mit dem. Mercedes-Benz wird eine Firma, die auch Daten kauft und verkauft. Also ganz sicherlich ein großer Wechsel da. Hier ist das Prinzip, was wir verstehen müssen hier in der Schweiz oder in Europa, was uns ganz schwer fällt. Erst ganz langsam und dann sehr schnell. Das exponentielle Prinzip. Wir denken nämlich zum Beispiel, okay, haben wir schon vor 10 Jahren versucht. Hat nicht funktioniert. Wird also auch nie funktionieren. Das Argument höre ich andauernd. Oder wir sagen, ja, also ich habe keinen genauen Use Case da, ich warte jetzt erstmal ab. Aber an dem Punkt, wo wir abwarten, ja, wir sind hier am Schwellenpunkt von diesen Bewegungen. Und das Prinzip von exponentiellem Change, von Technology, ist erst gar nichts und dann alles. Spotify hat 110 Millionen Abonnenten. Wer hätte das gedacht vor 5 Jahren? Haben alle gesagt, das zahlt doch keiner in seinem, wenn er nicht einen verwirrten Kopf hat, für Musik freiwillig. Heute haben wir 110 Millionen Abonnenten. Also sicherlich ist es so, dass wir das betrachten müssen mit ein bisschen Argwohn, also Himmel oder Hölle. Ja? Wir werden uns immer mehr vernetzen mit Maschinen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir sagen, inwieweit ist die Vernetzung noch gut oder ist sie vielleicht zu viel? Wie ich immer sage, offline ist der neue Luxus. Mittlerweile gibt es ja in der Schweiz schon Hotels, die uns versprechen, dass das Internet garantiert nicht geht. Ich glaube, Swisscom ist da auch der Partner. mit einer Blocking-Device. Ja. Also da zahlen sie extra, wenn sie in dem Flügel des Hotels sind, wo das Internet blockiert ist, um ihre Sucht zu verändern. Also wir werden uns in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den 300 Jahren vorher. Und so wie ich das hier sehe, erleben wir das alle noch in den nächsten 20 Jahren. Ich werde erleben, ja, das Zeitalter, wo die Kinder meiner Kinder 100 Jahre alt werden im Durchschnitt. 100 Jahre. Was meinen Sie, was das für die Pensionskassen tut? 45 Jahre Kreuzschiff. Ja. Also sicherlich, wenn wir das anschauen, das ist von CES letztes Jahr, Samsung, ja, Connected Vehicles, das ist heute quasi ein müdes Gähnen und muss sagen, klar geht das. Ja. Aber hier ist auf einmal eine ganz neue Vernetzung von Mensch und Maschine. Ja. Da müssen wir uns aber klar werden, was das bedeutet. Ja. Wer es kontrolliert, wie es wirklich, wie der Business Case ist natürlich, aber auch eben, wer Verantwortung hat und wer darüber nachdenken soll. Und, wie eben auch schon erwähnt wurde von meinem Vorredner, Smart City. Endlich können wir mit Technologie die Circular Economy realistisch machen. Wir können alles tracken, wir können alles recyceln, wir können alles zurückführen, wir können die Logik erkennen, wir können neue Geschäftsmodelle. Das ist noch 10 Jahre weg, aber wir sind an dem Punkt, wo es technisch gesehen gehen müsste. Zusammen mit dem Shift zu Renewable Energy und dem Ende des Öls investieren Sie bloß nicht in Tanker oder Pipelines oder die Gasökonomie. Also diese exponentielle Vernetzung ist gleichzeitig, wie man sagt in Amerika, awesome, ja? Also super, und gleichzeitig troublesome. Awesome ist natürlich, wenn das alles funktioniert, sparen wir 60% Energie,
können neue Business Cases machen, können die City von Autos befreien, wie ja schon geplant ist hier in Zürich, Anführungsstriche. Ja. Aber gleichzeitig auch, okay, ja, wer kontrolliert das, wer kriegt die Daten, wer ist verantwortlich? Was wir momentan haben, ist, dass die meisten Firmen, die das bauen, nicht verantwortlich sein wollen. So wie Facebook ja nicht verantwortlich ist für die Verzerrung der Demokratie, sondern es sind dann irgendwelche bösen User. Also da müssen wir schauen, dass wir darüber nachdenken, was passiert mit dieser Vernetzung, vor allen Dingen in der Schweiz. Wir vernetzen mittlerweile auch die Kühe, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die Kühe sind vernetzt mit Radio Frequency Chips und das Milchsystem, was sie melkt, ist automatisiert und die Kuh kann sich jederzeit selber melken. Und die Kühe, die das haben, die geben 20% mehr Milch, weil sie öfter melken gehen. Ja. Die Maschine kennt sie, Anführungsstriche. Ja. Aber dann haben wir auch das Problem natürlich. Wenn dieses Global Brain, diese AI, denken Sie bitte nicht an Skynet jetzt, aber alles überall und jeden erfasst, ja, dann brauchen wir wirklich eine Central Identity, jemand, der garantiert, so wie die Bank das macht für Geld. Und wer kann das? Das kann nicht Google oder IBM sein. Wenn man den Bock zum Gärtner macht, sozusagen. Also da müssen wir drüber nachdenken, was das bedeutet. Ja? Wer ist verantwortlich? Wenn wir alle in die Cloud ziehen und wir ziehen in die Cloud, das ist unvermeidbar. Sie können jetzt nicht im Ernst sagen, dass Sie vielleicht sagen, Sie machen in der Cloud nicht mit, dann existieren Sie gar nicht in 10 Jahren. Ja? Ich meine, das ist einfach so, als ob Sie sagen, Sie möchten nicht Ihre Musik auf Spotify haben. Also das ist ganz klar, was wir hier brauchen, ist Security, Safety, Ethik, Vertrauen, Sozialkontrakte, Regeln, Gesetzgebungen, alles das. Ja. Da müssen wir uns auch mit beschäftigen, denn das ist ganz sicher, was wir wollen, ist das. Ja. Wir brauchen einen Handshake zwischen Mensch und Maschine. Und der beinhaltet dann eben auch, dass wir sagen, wir automatisieren das nicht. Oder wir lassen diese Daten nicht hierhin, aus anderen Gründen. Wir können nicht immer alles das tun, was effizient ist. Für Menschen ist Effizienz nicht wirklich wichtig. Es ist für uns sehr wichtig, dass das Netzwerk effizient ist. Aber so als Beziehung, ja, Sie heiraten nicht Ihre Frau oder Ihren Mann, weil sie effizient ist. Sondern es ist eine Beziehung. Also hier ist ganz sicherlich so, dass wir darüber nachdenken müssen, diese Versuchung von Automatisierung, alles zu automatisieren, was ja in Amerika super funktioniert. Ne? Also man kann sich alles bringen lassen, man muss gar nicht aus dem Bett aufstehen, die Pizza kommt, das Wi-Fi kommt, die Wohnung wird von TaskRabbit aufgeräumt und so weiter und so fort. Ja. Was sollte denn nicht vernetzt werden? Was sollte nicht automatisiert werden? Ja, zum Beispiel das Gesetzssystem, Bewährung, Religion. Obwohl manche Leute das gut finden, wenn wir Religion automatisieren könnten. Die erste Frage einfach, was passiert mit meinem digitalen Fußabdruck? Auch beim Internet der Dinge. Weil den nutzen wir dann ja aus. Ne? Da gibt es eine Line, die wir nicht überschreiten sollten. Das Problem ist aber, dass der ökonomische Output von AI, Big Data, Cloud und IoT so gigantisch ist, wie ich eben sagte, 60 Trillionen Dollar. Dass diese ganzen Bedenken auf einmal nicht mehr relevant sind. Wir brauchen also eine, wie ich immer sage, eine neue Art von digitaler Ethik. Ethik bedeutet, dass man etwas macht, dass man etwas anderes macht, als das, wozu man die Macht hat. Also zu sagen, ja, wir könnten das tun, aber das ist wahrscheinlich nicht gut. Zum Beispiel die Geräte, die mit uns reden. Ja? Wir kommen an die Situation, das haben Sie wahrscheinlich auch schon oft erlebt, wenn wir den Amazon Echo oder Google Home benutzen, ja, wo die Recommendations der Maschine uns vorauseilen. Also da kommen wir in eine Situation, wo wir vielleicht dahin kommen eines Tages, wo der Therapeut ein Roboter ist, weil er uns so gut kennt und natürlich gratis ist. GoogleTherapy.com. Da sind wir aber jetzt schon, weil mittlerweile Smartphones können das rausfinden, ob wir depressed sind. Es gibt diverse Apps, zum Beispiel, das ist der Woe-Bot. Ja, Woe heißt auf Englisch traurig. Ne? Das ist der traurige Bot, der sie besser gestimmt macht. Ja? Den können Sie quasi im Netz besuchen, dass er sie aufhält. Ja? Können Sie ja mal ausprobieren, also bei mir hat es nicht funktioniert. Aber
Was hier ganz klar los ist, ist, dass wir eine Art von Meta-Intelligenz bauen. Die kommt aus Mobiles, die kommt aus Cloud Computing. Wir bauen eine Intelligenz auf, die zu 95% total gute Dinge tun kann, aber 5% auch andere Dinge tun könnte. Nicht freiwillig. Sie hat ja keinen Willen, die Intelligenz. Aber aus vielerlei Permutationen heraus nicht so einfach ist, wo man sagt, okay, da müssen wir drüber nachdenken, weil wir auf einmal in eine Art von Computing-Era gehen, wie IBM immer sagt, Cognitive Computing. Ja? Das ist ein viel besseres Wort als künstliche Intelligenz. Das ist ein Computer, der denkt, in Anführungsstrichen, also der selber mitdenken kann, der sich selber erfinden kann, der selber auch Regeln und Programme schreibt, aber nicht so denkt wie wir. Ja? Sondern Daten, Deep Learning, Machine Learning, bearbeiten kann. Der Gründer von DeepMind sagt dazu, Artificial Intelligence ist, wenn Computersysteme Informationen und Daten in Wissen verwandeln. Das ist ja das IoT, wovon wir hier reden. Was wir ja wollen, sind nicht die Daten, wir wollen das Wissen. Bei der Smart City sagen wir auf einmal, hey, wenn wir jetzt diese Straße schließen würden, würde der Verkehr so viel besser laufen und wir würden Benzin sparen. Das erlaubt das IoT uns. Also dieses Wissen wird ganz sicherlich ein großes Thema. Machine Learning ist der Durchbruch der letzten 2-3 Jahre. Und Neural Networking, sogenanntes, wo die Maschine auf einmal 1 Trillion Fakten verknüpfen kann und ganz neue Wege vorschlagen kann. Bei der Krebstherapie, bei Verkehr, was Menschen eigentlich gar nicht können. Wenn Sie aber jetzt einen Computer nehmen, eine künstliche Intelligenz, IBM Watson kann zum Beispiel 1,2 Millionen Bücher lesen pro Minute. Das ist ein bisschen voraus uns, auch wenn Sie Fast-Reader sind. Ja. Ich habe früher Philosophie, Religion und Musik studiert. Wenn Sie jetzt diesem Bot hier 1,2 Millionen Bücher einfüttern zum Thema Philosophie, weiß ja, so viel gibt es wahrscheinlich gar nicht, ist dann der Bot ein Philosoph? Würden wir alle sagen, ja, er hat zwar die ganzen Bücher gelesen, und er kann sagen, was auf Seite 45 von Kierkegaard steht, ja, aber ist er ein Philosoph? Die Antwort ist einfach nein. Wenn Sie dem Bot alle Daten über die Smart City einführen, macht das den Bot smart im Sinne von eines Menschen? Er hat Informationen. Daten, Informationen sind nicht Wissen, sind nicht Verstehen, sind nicht Weisheit und sind nicht Sinn. Das sind wir. Hoffentlich. Deswegen haben wir auch nicht so wahnsinnig sowas zu befürchten vor diesen Maschinen, solange wir sie nicht in die Weisheit hineinnehmen. Lassen wir die Maschinen doch die Daten sammeln, wenn sie safe sind. Sie werden niemals das Verstehen und die Weisheit haben, ohne den Kontext, den wir haben. Was heißt niemals, ja? 50, 100 Jahre, okay. We talk again. Aber ich glaube, dass wir da an einen Punkt hinkommen, wo wir ganz klar sehen müssen, das ist das, was wir machen. Wenn ich Sie nachher treffe, 0,4 Sekunden reichen aus, um Sie zu ermessen. 0,4 Sekunden zwischen Mensch und Mensch können wir rausfinden, wer der andere ist, ohne ein Wort zu sagen. Versuchen Sie das mit einer Maschine. Ja. Maschine versteht nicht, was nicht gesagt wurde. Also wenn Sie mit einem Kunden reden, dann können Sie nicht sagen, die AI fragen, was meint der Kunde wirklich, weil der hat es nicht gehört, was er wirklich meint. Das war Body Language. Oder selbst wenn er die versteht, zwischen den Zeilen. Ne? Computer sind binäre Systeme. Menschen sind multinär, wie man sagt, seit neuestem. Also wir können so sehen, und Maschinen können so sehen, dafür können sie aber so unbegrenzt sehen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Also Human Intelligence, Unklarheit, Mehrdeutigkeit, Zufall, Ineffizienz, Intuition, Lügen, Geschichten erzählen, Fehler machen, kein Problem für Menschen. Für Maschinen, end of story. Von daher sollten wir sehen, wie wir diese Balance finden, auch bei künstlicher Intelligenz eben nicht zu weit gehen. Also ich denke, es reicht aus, wenn wir hier gehen zu Assisted Intelligence, Automatisierung, Augmented Intelligence, aber Autonomous Intelligence, ich denke, da müssen wir regulieren. Das wäre dann wahrscheinlich ein Schritt zu weit. Von daher müssen wir schauen, dass das alles gut zusammenführt und dass Technologie kein schrecklicher Herrscher wird. Denn hier ist eigentlich ganz klar, zentrale Aussage, glaube ich, Technologie hat keine Ethik. Und Technologie hat kein Dasein, sie existiert nicht. Warum sollte sie schauen, ob das jetzt sozial richtig ist oder nicht? Oder welche Auswirkungen dieses Programm versucht? Maschinen denken nicht so. Das ist das, was wir bringen müssen. Tim Cook hat vor 3 Monaten in Brüssel einen Vortrag gehalten.
Da hat er gesagt, technology can do great things, der CEO von Apple, but it does not want to do great things. It doesn't want anything. Es ist ein Werkzeug. Der Hammer will kein Haus bauen. Der Hammer erschlägt auch jemand, wenn Sie ihn dafür benutzen. Er hat keinen ethischen Skrupel, jemanden zu erschlagen. Wir bestimmen, was der Hammer macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in der Zukunft, wenn wir über das IoT reden, müssen wir darüber reden, wer bestimmt, was wir machen wollen damit. Und wie wir das genau verankern. Und was dabei rauskommt, wie wir auch den Benefit verteilen. Facebook ist das beste Beispiel. Facebook hat in den letzten paar Monaten sich zum Ziel gemacht, die Demokratie zu erschießen. Und zwar nicht bewusst, nicht durch kriminelles Handeln, nicht durch Hacking, sondern it worked as designed. Die 72 Millionen Dollar, die aus Russland geflossen sind, um die Wahl zu beeinflussen, die haben Facebook genauso benutzt, wie es designed war. Nämlich zur Manipulation. Also Werbung, sagt man dazu. Same story. Das ist ja genau das, was mich bewegt hat, eben jetzt im März Facebook zu verlassen. Weil ich dachte, Facebook ist eigentlich nicht kriminell, Zuckerberg ist kein Idiot, aber es ist unethisch, dass sie dafür keine Verantwortung übernehmen. Wenn wir über das Internet der Dinge reden, müssen wir darüber reden, wie wir diese Ethik da einbauen und Ethik als Differenz zwischen dem, was wir eine Möglichkeit oder die Macht zu tun haben und was das Richtige zu tun ist. Würden Sie vergessen, was das Richtige zu tun ist, wenn eine Trillion Dollar auf dem Tisch liegen? Das ist Facebooks Problem. Mehrere Trillionen. Und da müssen wir darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet sozial. Der Verlust der Demokratie in Amerika, was hat der für einen finanziellen Gegenwert? Was tut der insgesamt? Deswegen, Gartner, die Research-Organisation, hat dieses Jahr angekündigt, dass 2019 ist das erste Mal in 40 Jahren, wo Gartner nicht gesagt hat, das ist das Jahr von Cloud Computing oder von, was weiß ich, ja, von 5G oder wie auch immer. Ne? Sondern sie haben gesagt, dieses Jahr ist das Jahr der digitalen Ethik. Die Ethik der Technologie. SAP, Microsoft, IBM sind schon auf diesem Pfad. Und da müssen wir drüber nachdenken, glaube ich. Und Cisco muss darüber nachdenken. Was das bedeutet, was wir aufbauen. Ne? Telefonica in Spanien hat 10 Menschen, die nur daran arbeiten, an diesem ganzen Thema, was ist jetzt eigentlich der Deal für den Konsumenten und für den User? Ja, der New Digital Deal. Und das müssen wir im Kontext sehen vom Internet der Dinge. Denn ich glaube ganz sicherlich, wenn wir zurückzoomen nochmal dem, was ich eben gesagt habe, unser Hauptproblem ist, dass wir Maschinen eben nicht das zumuten können, was wir ganz einfach können. Marvin Minsky, der AI-Pionier, hat gesagt, we know the best that we don't know that we know. Maschinen können keine Beziehungen. Machines don't do relationships. Maschinen können das nicht. Kann ein Internet der Dinge-System Ihnen sagen, welchen Sinn oder welche Leidenschaft oder welche anderen Dinge da möglich wichtig sind? Kann es nicht. Das müssen wir schon zusammenbringen. Ich komme zum Schluss und dann nehmen wir gleich noch ein paar Fragen. Ich denke, unsere Welt wird immer mehr umarmt von Technologie. Und ich denke, 90% davon ist gut. Wir haben wahnsinnige Vorteile dadurch. Wir müssen aber sicherstellen, dass das auch noch in der Mitte ist. Und das bedeutet, dass wir einen Business Case haben, der für alle funktioniert, nicht nur für diejenigen, die das Equipment verkaufen. Und das auch verteilt wird. Was wir bisher gesehen haben weltweit, ist, dass die Inequality, die Ungleichheit, gestiegen ist als Resultat der Technologisierung. Und das müssen wir angehen, das ist eine politische Frage, ganz sicherlich. Jack Ma, der ehemalige CEO von Alibaba, der hat gesagt, it's not technology that changes the world, but the dreams behind the technology. Das heißt also, wir müssen überlegen, was wollen wir damit, wie erreichen wir das, wie verteilen wir die Benefits und dann werden auch alle mitmachen. Ich garantiere Ihnen, wenn das safe, secure, ethisch und klarer Case ist, sind alle beim IoT dabei. Und diesen Case müssen wir ein bisschen ausweiten, außer zu sagen, es ist mehr Effizienz. Mehr Effizienz ist gut, aber das alleine, glaube ich, reicht nicht. Ich fasse kurz zusammen. Erst am Punkt, die Zukunftsdenkweise aufbauen. Das sollten wir ganz schnell tun, weil die Zukunft kommt ganz langsam und dann, bumm, ist sie da. Wir werden in 5 Jahren hier stehen, darüber reden, ob es ethisch ist, einen Menschen genetisch zu verändern.
weil es so einfach geworden ist und so billig. Dass wir es dann wirklich können, dauert noch ein bisschen länger, aber diese Themen kommen überall. Daten sind das Öl, AI der Strom, Internet der Dinge, das Nervensystem. Wenn Sie die drei realisieren können in Ihrem Businessplan, können Sie nur gewinnen. Und ich glaube, da war eben waren ein paar gute Vorträge zu diesem Thema. Das ist kein Thema nur für große Firmen. Das ist ein Thema auch für kleine Firmen, die es realisieren können. Wir müssen einfach schauen, dass wir dafür bereit sind. Die 8 Game Changes können Sie nachher nochmal runterladen, die man verstehen muss. Wir verteilen das PDF nachher per E-Mail, glaube ich, oder per Download, dass Sie nochmal sehen können. Die Mega-Shifts, hier können Sie das ganze Kapitel runterladen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Schweizerdeutsch, nee, Deutsch. Cognification, Automation und so weiter, das können Sie dann in Ruhe lesen zu diesem Thema. Smart Everything. Sagen wir, vergessen Sie über diese ganzen high-flying Ideas, ja, was wir mit AI und alles so tun können. Ja. Momentan geht es einfach nur darum, die Systeme smart zu machen. Aber niemals dehumanisieren. Da verlieren Sie Ihren Kunden ganz schnell. Also das ist ein, da müssen Sie selber schauen, wie das zusammenpasst. Und, Intelligent Assistance, IA, ja, nicht AI. Ja. Auf dem Quadrant die untere Hälfte, linke Hälfte, ja. AI kommt morgen und AGI, General Intelligence, muss ganz bestimmt reguliert werden, wie auch schon Elon Musk und Stephen Hawking gesagt haben. Klare Position zum Thema digitale Ethik. Wir brauchen in der Schweiz nicht nur einen Rat, der digitales Business macht. Wir brauchen einen Rat, der sagt, wenn das Business dann mal läuft, was ist denn eigentlich der Grundsatz dahinter? Und wer darf was? Und wer ist verantwortlich? Da müssen wir einfach ein bisschen, glaube ich, müssen wir nach vorne schauen und schauen, was da möglich wird. In meinem Buch ist die finale Message, ja, Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Und damit möchte ich Sie dann zum Denken anregen. Vielen Dank.